Hey ho, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio C-Block Episode, was weiß ich nicht wie viel. Beim letzten Mal haben wir angefangen, die Sachen hier so aufzusetzen. Muss zugeben, ich fühle mich fast schon ein bisschen schuldig, dass ich da so viel Zeit vertrödelt habe mit. Andererseits, es hilft ja auch nichts. Ich muss ein paar Episoden generieren sozusagen, weil ich demnächst eine Phase haben oder in einiger Zeit eine Pause haben werde, wo ich keine Videos machen kann für Monate, wenn ich Pech habe. Und wenn ich dann Inhalte haben will, muss ich jetzt mehr aufnehmen. Und wenn ich 2 Stunden zwischen den Episoden habe, dann kriege ich weniger zusammen. Das ist halt leider so. Okay. Die bekommen aus dem Steel Furnace die Sachen. Eine Kleinigkeit, die ich noch haben will, ist, dass ich hier mit einer rechten Priorität raus will, damit ich hier unten, ich sollte mal wieder auf 1 runterdrehen, wir brauchen nicht ganz so hoch, keinen ganz so hohen Speed. Ich habe natürlich den einen Steel Furnace, den ich mitgenommen hatte. Gut, doppelter Speed. Den habe ich natürlich oben stehen lassen. Das war natürlich wieder absolut brillant. Da muss ich noch mal ein bisschen Stahl mitnehmen. Stahl, Stahl, Stahl. Ja. So. Genau, ich habe das Stahl mitgenommen. Dann kann ich jetzt einen neuen Stahlfernes bauen. Zweifacher Speed. Bei einer Basis dieser Größe ist es notwendig. Was ich auch mal machen könnte, ist tatsächlich das ganze Ding strukturieren, neu bauen, Pfade dazwischen legen und so Zeugs, aber das kommt dann später. Okay. Steel Furnace. Die Sache ist ja theoretisch, kann ich so machen. Der hebt von dort auf. Und der hebt von dort auf. Ups. Der hebt von hier auf und gibt nach dort ab. Das ist so eine Sache, die man machen kann, nicht sonderlich sinnvoll ist. Und deshalb sollte ich dann das hier machen, dass sie die gleiche Reichweite haben und ungefähr gleichmäßig versorgt werden. Okay. Und der bekommt das hier. So. Gut, der wird am Anfang ein bisschen Starter-Fuel brauchen. Wie praktisch, dass ich die Dinge hier gerade da habe. So, einfach, dass ich ein bisschen Fuel schon mal vorbereitet habe. Und das ist auch genau die Sache, die hier reinkommt. Der bekommt Material von weiter hinten. Okay, was bekommt der hier? Oh, ich habe viel zu wenig von den Landfills. Kann sein, dass ich da nochmal zwischendurch massiv farmen muss für die. Die bekommen 3 Liquefier. Wow! 3 Liquefier für Carbon Dioxide. Tue ich die auf diese Seite, schätze ich, ja. Produzieren die nur für diese eine Sache das Carbon Dioxide? Nein, die produzieren den gesamten Carbon Dioxide-Bedarf. Wie viel wird denn tatsächlich von denen hier verbraucht? Die eigentliche Frage. 35. Wahrscheinlich kann ich das so machen, dass ich werde wahrscheinlich für die Farm jeweils einen haben und einen, der ein bisschen, der hier reingeht, da reingeht und ein bisschen anderes Zeugs macht. Oh, aber wenn ich, naja, das kommt wahrscheinlich eher von unten. Carbon Dioxide. Wahrscheinlich muss ich davon noch mal ein paar Sachen nachholen. So, den stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Du erstellst Carbon Dioxide. Ah, stimmt, ich kann auch Solid Fuel damit mit den Sachen herstellen. Das ist schon cool. Aber das
Das hier. Nein. Glaube, den ich haben will, ist. Welcher ist denn das? Nein. Nein. Ah, hier. Der hier. Osmut Pellets. Weil ich dann. Ich glaube, das andere nimmt sich nicht viel, aber. Ich glaube, ich hab das eingegeben, dass die da von dem befüllt werden, oder? Okay, das ist richtig. Gut. Die andere Sache, die ich brauche, ist, ich brauche, wie viele Produzenten für Woodbricks? Nur einen einzigen Produzenten für Woodbricks. Das ist ein regulärer von denen. Natürlich wurde der auch wieder für was anderes hergenommen, weil ich den wahrscheinlich zuerst gecraftet hatte. So. Shift von dort nach dort. Gerade ist er deutlich schneller. Der bekommt die Sachen. Sehr schön. Und der braucht auch noch Power. Wahrscheinlich wird das irgendwie so laufen. So. Was brauchen die? Brauchen beide. Okay, schauen wir mal. Wie viele von denen brauche ich? Ich brauche ein Liquefier dafür. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den einen Liquefier hierhin nehmen und der bekommt als Rezept gesagt Mineralized Water. Ich glaube, ich habe keine besseren Rezepte. Der muss einen Tick weiter nach unten, weil ich ansonsten in Probleme reinkomme. So, regulärer Liquefier. Für Mineralized Water. Ist es richtig, dass das dann, dass es ein regulärer ist? Ja. So viel braucht er nicht. Wie viel Material bekommt der rein pro Tick? 0,8 Transport Barrels. Okay, das heißt, ich brauche natürlich nochmal Wasser. Offshore Pump. Einfach, dass ich da nicht irgendwo mit in die Quere komme. So. Der bekommt das irgendwie von, vielleicht mache ich die auf dieser Seite hier rechts. Der bekommt Crushed Stone. Crushed Stone aus. Das müsste funktionieren. Ich sollte es nur auf gar keinen Fall dann mehr bewegen. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem, wir brauchen Landfills. Kann sein, dass ich vielleicht sogar tatsächlich mal gleich ein paar einfach anschließe und massiv Sachen produzieren lasse. Ja, ein Landfill. Stimmt, im Moment bin ich ja auf das umgestellt. Die produzieren Holzkohle, das ist gut. Dann kann die den auffüllen. Das passt auch. Du darfst da weiterhin mit dem gehen, aber du bekommst jetzt wieder von dem hier das Zeug. Theoretisch. Ich glaube, dass ich das ursprünglich. Okay, hier habe ich jede Menge Slag. Da habe ich jede Menge Slag. Da bekomme ich kein Slag her. Die sind fertig. Wir haben hier sogar ganz schön viel Sulfuric Wastewater inzwischen hergestellt. Theoretisch kann ich. Ach halt, das geht nicht. Eine Kiste. Kiste, Kiste. Reguläre Stahlkiste. Ah, halt. Eins, zwei. Das ist ein Ausgang. Und hier kommen kommt Slag hin. Dann kann ich hiermit ein bisschen die Sachen produzieren. Die Frage ist halt, ob das genug sein wird. Da kann ich wahrscheinlich auch ein bisschen was von hernehmen. Und da reinschmeißen. Und dann hoffe ich, dass ich demnächst große Mengen an Landfills hier abholen kann. Wenn nicht, dann habe ich Pech. Gut. Das dürfte wahrscheinlich dann hier gemütlich weiter funktionieren. Hier habe ich inzwischen jede Menge Beans. Das ist schön.
Die Sachen laufen weiterhin perfekt. Theoretisch könnte ich natürlich auch hier versuchen, noch ein zweites anzuhängen, aber sieht ihr, wie das hier schon nicht funktioniert? Okay. Landfills. Ja, man braucht halt so wahnsinnig viele von den Dingen. Und letztens hatte ich ja noch 5 oder 3, 4.000 Stück von denen. So, was habe ich gesagt? Wie viele Crusher brauche ich dafür? Drei Crusher. Drei Crusher für den Stone. Okay. Drei Crusher. Okay. Eins, zwei, drei. Crushed Stone. Sehr schön. Eins, zwei, drei. Dreh, dreh. Dreh. Das ist halt etwas einfacher. Theoretisch könnte ich die auch einfach mit den Sortern rausnehmen. Vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Andererseits, ich brauche so wie es. Das ist vielleicht. Ja, ich glaube, ich lasse es sogar so. Bitte gleichmäßig. Das hier hin. So, okay. Damit funktionieren die schon mal. Die brauchen natürlich auch noch Power. Klink. Verbinden. So. Die brauchen natürlich Power. Wo bekommen die ihre Power her? Von den anderen Sachen. Halt. Wie viel Produktion ist das hier? 0,4 Transport Bells. Das heißt, die 7 Stück können alle auf eine Sache leiten. Okay, das heißt, ich brauche Platz als erstes. Ungefähr wahrscheinlich wird das irgendwie so passieren. Und dann das wäre jetzt so meine Idee dafür. Kann ich den rausnehmen? Nein, ich brauche da eine Verbindungsstelle. Und dann muss ich meine XY-Dings hier hinstellen. Meine 7 Electrolyzer. Eins. 2, 3, 4 und natürlich noch ein bisschen mehr. Boah, ich muss ja sogar noch deutlich mehr von unten nehmen oder was weiß ich. Dann brauche ich Pipes und noch mehr Landfill. Landfill, 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 Landfill. Wahrscheinlich schmeiße ich die 4 gleich einfach mal an, um Landfills zu produzieren. Das ist nämlich wahrscheinlich relativ einfach dann. Dann brauche ich 2 von denen. Reicht das, wenn ich hier oben so eine Pipe hinstelle? Wahrscheinlich schon. Water Offshore Pumps, die habe ich natürlich alle nicht eingerechnet in den Preis. Wahrscheinlich kann ich das einfach direkt runterziehen. Ich habe dann natürlich wieder keine Pipes mehr, aber ist ja nicht so, als wären die teuer. Klick, klick, klick. Und für einen Augenblick will ich, dass die nicht sich mit irgendwelchen anderen Sachen verbinden. Die produzieren alle Slag. Das wird zwar jetzt richtig schön auf die Power ziehen. Ach, weil die auch noch mit dem Dings verbunden sind. Ups. Ich will die mit den anderen verbinden. Kann ich das hier irgendwo vorbeiführen? Möglicherweise mit etwas Glück. Ah, aber die muss ich dann für die Verbindung muss ich dann halt kappen. Das geht auch. Dafür brauche ich wahrscheinlich dann einmal Kupferkabel. Kupfer, Kupfer, Kupferkabel sind Ressourcen. Aber nicht diese Art von Ressourcen, sondern hier.
Und nein, das ist auch nicht richtig. Das ist alles andere als einfach. Oh, okay. Jetzt sind die erstmal mit dem anderen verbunden, weil ich einfach die Power hier haben will. Gut. Dann brauche ich natürlich auch hier Platz, damit ich meine zwei von denen erstmal aufstellen kann. Die werde ich jetzt auch direkt auf die Variante lösen. Das ist im Moment zwar eine recht extreme Sache. Ups, ich brauche mehr Pipes. So ungefähr. Jetzt habe ich die nur für Kehrtraum angebaut. Klick, 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 klick. Und dann das und das. Die sollen mir im Moment nur für Landfill-Produktion die Sachen bereithalten. Wenn ich jetzt reinschaue, 7 MW oder was, die laufen dann mit voller Produktion. Sehr angenehm. 80 Slag. Ich habe doch hier eine Lösung dafür. Ich kann auch temporär das hier machen. Du wirst zu einem Landfill-Produzenten. Das hier, Kiste. Kiste auch platzieren. Energie. Und mit denen hier verbinden. Und dann muss ich nur noch schauen, dass ich die jetzt mal temporär auch irgendwie hier runter bekomme. Dann können wir schon gleich mal grob testen, wie die Sachen funktionieren. Und Underground, Underground von nach dort. 1, 2, 3, 4. Dorthin. Sehr schön. Und dann produzieren wir hier unten erstmal Landfill. Das ist super gut. gut. Ja, jetzt kriegen wir hier richtig schön eine Menge an Landfill. Dann kann ich theoretisch natürlich hier das Ding gleich erweitern, sobald ich die Kapazität habe. Entscheidend ist die Größe, die ich brauche, das hier. Aber ich brauche mehr Landfill dafür. Das Schöne ist, ich kann theoretisch einfach mal beschleunigen. So. Gut. Eins. Und kann ich noch einen zweiten hinfinden? Yep, kann ich. Passt. Die Sachen hier. Dann, ich hoffe, dass die nicht überfüllt werden dadurch. Das ist halt immer das Risiko. Der muss dann auch noch mal von hier nach dort verbunden werden. Und dann muss ich halt hier eins von denen noch hin tun. So, 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 so. Die brauchen Power und 1 und 2. Wo sind sie? Underground Belts. Power zu den Sachen, Power zwischen rein. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch eins produzieren. Und dann können wir auch gleich schon anschauen, wie schön die Produktion funktioniert. Die produzieren zwar jetzt noch nicht Mineralized Water, was ich später haben will, sondern Landfills, aber wäre blödsinnig, die nicht zu nutzen. Wahrscheinlich werden wir jetzt aber ein bisschen straucheln mit der Menge an Energie, die wir zur Verfügung haben. Andererseits, es laufen fast nur die hier unten. Das ist dann auch okay.
Eins brauche ich noch. Eine Reihe, meine ich. Sehr schön. Und vor allem das jetzt auch auf normalem Speed. Dass das hier funktioniert. Das hier. Das hier. Von hier nach dort. Von hier nach dort. Connect. Pipes, Pipes, Pipes. Ich habe kaum noch Steinpipes übrig. So. Und damit haben wir jetzt schon mal die volle Produktionsgeschwindigkeit von den Zeugs, die wir brauchen. Top. Was wir natürlich auch gleichzeitig sehen ist, dass es nicht so hinhaut, wie ich gehofft hatte. Die sind nämlich zu langsam. 4, 5, 6 Stück. Dann mache ich 1, 2, 3. Und dann werde ich die stattdessen da reinfüttern. Das kommt dann mal kurz raus und wird ersetzt durch den hier. Die da hinten brauche ich auch nicht. Das ist okay. Die anderen bekommen dann ungefähr das hier. Da hinein. Und der Rest geht dahin. Haut das hin? Ja. Und jetzt ist meine. Ist der andere Inserter zu langsam? Ja, okay, jetzt läuft das so, wie es laufen sollte, auch, denke ich. Theoretisch könnte ich sogar sagen, Output Priority Left, Output Priority Left. Andererseits glaube ich nicht mal, dass es notwendig ist. Und das haut auch gerade eben hin. Sehr schön. Sehr gut, gefällt mir. Wow, jetzt produzieren wir die aber mit einer Hochgeschwindigkeit. Und ich habe mich fast damit eingefangen. Die laufen aber auch alle sehr schön. Die laufen alle im Moment auf voller Geschwindigkeit. Ideal. So ein Setup will ich ja fast schon haben für permanent, für alle Entwicklergenerationen. Andererseits 7 Stück, 7 mal 350 Watt. Das ist eine Menge. Wir brauchen jetzt 4,3 MW und das ist fast, also das ist zu einem guten Teil von den hier unten. Ich bin begeistert, dass wir überhaupt so wenig Energie verbrauchten. Da will ich fast nochmal in den letzten paar Minuten dieser Episode, weil wir haben schon wieder 23 Minuten. Ich will die eigentlich auf 25 und nicht auf 30 Minuten Länge haben. Dann schauen wir mal, ob die anderen Sachen laufen. Das hier läuft bestens. Gar keine Probleme. Die Sachen sind pausiert, das ist gut. Die sind voll. Hier werden Landfills produziert in einem langsamen Tempo ohne Ende. Das darf mal wieder hier rein. Das braucht ja sowieso nur 100 Watt. Ach, das läuft im Moment nicht, weil das voll ist. Und dann ist das nicht die durchlaufen. Die laufen perfekt durch. Das ist sehr schön. Stahl haben wir inzwischen wieder. Nein, haben wir noch keinen Backlog. Wir haben hier aber jede Menge Eisen als Rückstand. Ich werde wahrscheinlich jetzt wieder auf das hier umsteigen. Zero-Tail-Sorting. Und dann das hier da rein tun. Das hier. Ups. Keine Ahnung, was ich damit machen will. Ich schmeiße es mal hier rein. Der zusätzliche Slag darf dann da rein. Und der Mineral Catalyst muss ich auch mal aufheben. Weil ansonsten, weil ich muss jetzt wirklich mich mal ein bisschen darum kümmern, dass ich auch ein bisschen Kupfer wieder bekomme. Irgendwann werde ich das natürlich auch noch verbessern. Dann kann ich dieses Setup hier wahrscheinlich auch mal auslagern.
Ja, ich glaube, dass ich so ein Setup, wie ich hier unten habe, permanent haben will für Landfills. Jetzt gehe ich mal mit doppelter Geschwindigkeit runter. Wie viele Landfills produziere ich eigentlich hier? Tock. Das ist fast eins pro Sekunde. Ja, der kann theoretisch noch deutlich mehr machen. Oder ein bisschen mehr Kapazität hat er noch. Und das ist eigentlich schon schön, vor allem wenn ich so mache. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Und so einen permanent irgendwo rumstehen zu haben, halt für 3,5 MW oder ein bisschen weniger, genau genommen zwei weniger sind. Hab ich sieben? Habe ich wirklich sieben gesagt? Ja, sieben ist korrekt. Ja, ich würde sagen, wir bauen beim nächsten Mal dann hier unsere Farmen auf. Die Frage ist halt, wo ich die genau haben will. Dazu muss ich dann tatsächlich ein bisschen schauen. So ungefähr. Dann kann ich hier mal rüberlaufen. Dann können wir schon mal ein bisschen Mapping machen. Ich habe 9 Stück und 8 Liquefier. Ist es richtig? Ich habe 10 Stück und 6 Liquefier. Habe ich irgendwo mehr als komplette Barrels? Ja. Aber ich habe die auf zwei Seiten. Das ist völlig okay. Bei denen hier ist es okay. Das passt. Okay, das heißt, ich will theoretisch, wie viel habe ich gesagt? 10 Stück brauche ich davon. Halt. Nur schnell schauen. Input. 1,6 Belts. Ist okay. 3,1 Belts, das ist was anderes. Gut. Das heißt, ich kann theoretisch hier oben irgendwo 5 von denen nehmen, die alle meine Sachen produzieren. Das hier. Das ist das, was die produzieren. Und die bekommen, das ist halt jetzt auch wieder die Frage, will ich dafür Loader hernehmen? Dafür bräuchte ich halt dann, wahrscheinlich ja, ich liebe Loader. Die machen es einfach so angenehm, deshalb, das ist nicht das Richtige. Ich habe ja noch einen guten Schwung von dem Zeugs übrig. Und dann brauche ich Solder. Du produzierst jetzt Bobmonium. Und ich habe den Fehler gemacht, ich muss hier wieder hingehen. Ich muss das Bobmonium durchlassen. Den Fehler mache ich zu gern. Ich muss das wirklich mal umschichten, dass ich die Sortier-Sachen sind gut, aber nicht für Overflow. Und ja. Damit habe ich jetzt gleich, jetzt ist, denke ich, frei. Sehr schön. Okay. Jetzt produzieren wir auch wieder. Halt, ich brauche Rubite und Bobmonium. Ich brauche beides. Ich brauche ja Tin und Lead. Bobmonium ist Tin. Ich brauche natürlich Rubite auch noch. Dann brauche ich mal ganz kurz ein Furnace. Dann kommen die hier mal ganz kurz. Das kommt weg, stattdessen kommt das hier hin. Der braucht Fuel. Du darfst mal ein bisschen was davon abgeben. Du bekommst hier was. Du kriegst von hier nach hier. Das hier. Und dann brauche ich zwei Kisten. Sehr schön. Und damit schmelzen die das schön für mich ein. Das darf noch dahin. Okay. Ich würde wahrscheinlich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich hier ein paar Sachen vorbereitet habe. Wir sehen uns dann. Bis dahin, viel Spaß und bye bye.